hier ein bisschen was zum Workflow, wenn wir jetzt also unseren Fall gescannt haben und weitergehen wollen, dann kann es manchmal sein, dass diese Meldung kommt. Das habe ich meistens dann, wenn ich ein Implantat-Emergenzprofil zum Beispiel gescannt habe und er das nicht zusammenfügen kann. Das kommt immer dann, wenn er etwas nicht zusammenfügen konnte. Das ist jetzt hier deswegen, wir entsperren das nochmal, weil wir den Oberkiefer, die Oberkieferbiokopie in den Unterkieferkatalog geschoben haben. Und er möchte die Unterkieferkataloge auf den Unterkiefer korrelieren. Und das kann er nicht, weil da zu viel nicht stimmt. Das kann auch dann sein, wenn man sehr viel präpariert hat. Übrigens, fällt mir gerade ein, ich scanne im Oberkiefer immer den Gaumen möglichst viel mit. Das hilft immer beim Matchen, beim Korrelieren. Also immer so viel wie möglich vom Gaumen bitte mitscannen. Das kann ich jetzt auf zwei Arten beheben. Entweder ich schiebe das hier in den richtigen Katalog, wo er eigentlich hingehört, bevor ich in die nächste Phase gehe. Jetzt ist er grün, jetzt wird er auch nicht meckern. Jetzt könnte ich weitergehen. Oder Variante 2, ich gehe weiter, ich bekomme diese Meldung und sage, ja, ich möchte manuell korrelieren. Das heißt, man gibt dann im nächsten Schritt selber 3 Punkte auf dem einen Modell, 3 Punkte auf dem anderen an, damit er sie anhand dieser Punkte zusammenfügen kann. Schauen wir uns gleich an. Hier hat er jetzt diese beiden Modelle, die er nicht zusammenfügen kann. Die zeigt er mir gleich an in diesem Tabulator manuelle Registrierung. Da ich die sowieso nicht zusammenfügen will, sondern die nur im falschen Katalog habe oder wenn ich vielleicht ein Implantat-Krone-Emergenzprofil gescannt habe und der Techniker das dann in seiner Software besser einfügen kann, dann ist es völlig egal, wie man die korreliert. Dann klickt man einfach nur 3 Punkte irgendwo hin. Völlig egal wo, nur damit man hier auf Berechnen gehen kann. Er braucht mindestens diese 3 Punkte. Jetzt versucht er, diese 3 Punkte so gut wie möglich zusammenzubringen und ich habe es noch nie erlebt, dass er das konnte. Es kommt immer diese Meldung, dass er das nicht kann. Also das hätte er ja vorher vielleicht schon gekonnt. Und jetzt sind die zwar Ober- und Unterkiefer irgendwie hier zusammengefügt, aber egal, das Labor macht das nachher. Es ist deswegen wichtig, diesen Schritt zu machen mit dieser manuellen Korrelierung, weil man ansonsten hier nicht hochladen kann. Das war vorher schon grau und ist jetzt auch grau. Jetzt kann ich es aber immer noch nicht, obwohl ich die Korrelierung gemacht habe. Das ist deswegen, weil ich jetzt einmal Minimum speichern muss. Und wenn ich das jetzt gespeichert habe, dann kann ich in die nächste Phase gehen und den Scan hochladen. Here we go.